Hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Bissliste. Heute nehmen wir uns den Schurken vor. Hier ist er, unser Gnomschurke, wunderbarer Schnauzer. Vorneweg, also die Bissliste könnt ihr für alle Specs nehmen. Und von den Stats, auf das wir gucken, wir wollen hauptsächlich Agi, dann Attack Power und Stärke. Das sind die drei Main Stats, was wir für DPS haben wollen. Auf dem Kopf haben wir hier die Artemis Cowl, die ist aus BFD von Lady Savaris. Da wir das Set ja auflösen, also nicht spielen, ist die ein kleines bisschen vorne gegenüber dem Setkopf, aber ihr könnt auch den Setkopf nehmen, falls ihr das nicht habt. Dann auf dem Hals haben wir das Sentinels Menaillon aus Wohlwollend mit den WSG-Fraktionen. Jeder, der Phase 1 ein bisschen gespielt hat, wird den Ruf haben. Alternativ wäre das Sailor's Shadow Shard Pendant. Das ist von der Quest, wo man vor Marauden Elementare töten muss, aber wie gesagt, das sollte easy zu kriegen sein, da brauchen wir eigentlich gar nicht weiter auf das andere eingehen. Auf den Schultern haben wir die Failed Flying Experiment, 10 Stärke, 10 Agi. Die kriegt ihr von der Quest die Rettung von OOX 22 FE. Da müsst ihr in Feralas diesen Beacon finden, der droppt random bei irgendeinem Mob. Und dann zum Huhn gehen, das steht hier in der Höhle drin, und das zur Küste eskortieren. Über 45 Quests, da kommen so Wellen von Mobs. Bei der letzten Welle sind es 4 oder, glaube 5 Mobs. Also ihr werdet eine Gruppe brauchen, aber die Schultern sind für mehrere Klassen Biss, da werdet ihr easy eine Gruppe finden. Dann auf dem Rücken hätten wir als Biss das Dark Hooded Cap, aber das ist von einem Rare Mob in dem Marathi-Hochland. Von Nima, dem Töter, und das nur mit 7%, also halte ich für unwahrscheinlich, das zu kriegen. Das andere hier sind auch alles World Drops, Hawkeyes Cloak, Imperial Cloak, wird halt wahrscheinlich teuer werden, gerade am Anfang. Wenn ihr Inchi seid, habt ihr eine gute Alternative mit dem Parachute Cloak, 8 Agilität. Wenn ihr arm seid, kein Inchi seid, kein Glück mit dem Rare Mob habt, einfach den PvP-Rücken von Rang 3. Dann auf dem Brustslot haben wir die Blazewind Pressblade, hoppala. 23 Agi, 5 Stamina, 3 Stärke. Die kriegt ihr von der Quest Erdbeben im Ödland. Dazu müsst ihr diese Monolithen besuchen und dann die Elite-Drachen töten. Ist eine Stufe 50 Quest. Mit einer Gruppe aber, denke ich, auch gut zu schaffen. Dann auf den Armschienen haben wir natürlich wieder auf den Handgelenken haben wir wieder die Armschienen aus den BSG-Fraktionen. Hier natürlich die Ledervariante, 14 Agi, 8 Stärke, 6 Stamina. Wenn ihr euch den WSG-Fraktion Rufgefahr nicht antun wollt, habt ihr hier World Drops zur Auswahl. Die kosten natürlich dementsprechend Geld. Oder wenn ihr wirklich auch knapp bei Kasse seid und keinen WSG-Ruf machen wollt, habt ihr hier von Lederverarbeitung die Dusky Brazers mit 8 Agilität. Dann in der Main Hand haben wir wieder den Griffin Rider Stormhammer von der Quest Schafschnabels Rettung im Hinterland. Da müsst ihr diese Questreihe abschließen. Und zum Schluss Chinta Alor hoch und da so einen Greifen retten. Stufe 51 Quest, aber mit einer Gruppe auf jeden Fall machbar. Die Mobs machen nichts Besonderes. Sollte kein Problem sein. Der Hammer hat 31,5 DPS und noch einen On-Hit-Chars. Das Ziel für 91 bis 126 Natur-Damage zu treffen. Auf der Offhand, als Alternative können wir gucken. Easy-to-get-Alternative. Haben wir das Schwert von der Killquest aus Hügel Klingenhauer, wo man den Endboss töten muss, Bring the End. Oder auch respektvoll mit dem WSG-Fraktion das Protector Sword. Das ist natürlich, sind alles World Drops, werden sehr teuer werden. Ist natürlich nur eine Alternative, wenn ihr viel Kohle habt. Dann Offhand haben wir Life Force Dirk. Dagger mit 35,9 DPS, 1,6er Speed, 11 Stamina. Der ist von der Quest der Gott HK. Da müsst ihr diese Questreihe in Tanaris machen. Da muss man nach Feralas, dann Zul'Farak rein und dann aus dem Hinterland das uralte Ei holen. Das wird ein bisschen ekelhaft. Da muss man ganz tief in diese Höhle rein. Und zum Schluss muss man einen Tempel und diesen Knochen HK töten. Also eine schwierige Questreihe. Stufe 53 auch. Braucht in einer guten Gruppe, denke ich, kann man es aber schon schaffen. Braucht ein bisschen Geduld und Sitzfleisch. Als Alternative, wenn ihr das nicht machen könnt, habt ihr wieder
die Alternativen, was ich vorher schon genannt habe, auch für die Offhand. Oder wenn ihr reich seid, hier den Gutripper, müsst ihr wahrscheinlich sehr reich sein. Hier noch auch das Schwert von der Klosterquest im Namen des Lichts, wo man zuerst von Stormwind nach Desolace muss und dann alle Bosse im Kloster töten muss, auch relativ easy zu kriegen, wenn ihr hier keine Gruppe habt oder keine Kohle habt. Auf den Händen. Best in Slot werden die Gloves of Holy Might, World Drop. 1% Crit, 20 Attack Power, nochmal 30 extra gegen Untote. Wird schweineteuer sein, ist für mehrere Klassen bis. Also egal ob Brett Paladin, ob Krieger, Schamane, also Handsman Schamane ist egal. Muss man sehr einen großen Geldbeutel haben. Wenn ihr Lederverarbeitung habt, könnt ihr einfach die Handschuhe aus Phase 1 behalten. 6 Agi, 4 Spirit, 6 Stamina, 1% Hit und den Attack Speed Buff. Und wenn ihr kein Lederverarbeiter seid, könnt ihr euch von der Quest das Zeichen der Qualität im Feralas, die hier holen mit 10 Stärke, 9 Agilität. Sind nur minimal schlechter wie die Lederverarbeitungsdinger. Auf dem Gürtel haben wir den Highlanders Leather Griddle. Der ist Gürtel. Der ist von Wohlwollen mit den Arati-Becken-Fraktionen. Sollte nicht zu schwer sein, da hinzukommen. Hier Stamina 30 Attack Power. Auf den Hosen haben wir die Griffins Riders Leggings. Die sind von derselben Quest wie der Hammer. Wenn ihr jetzt den Hammer nehmen wollt, dann müsst ihr natürlich hier eine Alternative suchen. Und da hätte ich euch vorgeschlagen, also das wieder am World Drop, die Basilisk Hide Pants, großer Geldbeutel. Das ist streng genommen nicht Pre-Rapist, weil es ist zwar eine Quest in Gnomeligan, aber Gnomeligan wieder der Raid. Deshalb würde ich euch die vorschlagen, die Dragonflight Leggings. 13 Agi, 6 Stärke, 14 Spirit. Diese von der Quest setzt sie in Brand in der sengenden Schlucht. Das ist die Quest, wo man hier zu dieser Türme besuchen muss. Hier und hier irgendwie so. Und da muss man noch hochlaufen und die in Brand setzen. Da steht ein Elite-Mob oben, Stufe 52. Aber den kann man auch zum Beispiel hochlaufen, runterspringen. Dann läuft der und dann den so austanzen. Also das kann man ganz gut machen. Oder als Schurke könnt ihr Glück auch mit Sepp versuchen oder Blind oder was auch immer. Könnt ihr mit Sicherheit schaffen für die Hosen, damit ihr hier den Hammer nehmen könnt. Auf den Schuhen haben wir die Excelsior Boots, 7 Stärke, 9 Agi. Die sind von der Quest Excelsior in Stranglethorn Vale im Schlingendorntal. Das ist die Questreihe, wo man diese Krokodil heute sammeln muss. Ist eine Stufe 38 Quest, dann sollte kein Problem sein. Auf dem Ring haben wir den Masons Fraternity Ring, der ist von der Quest Wünschelmato-Route in Zul'Farak, wo man diese Typen besiegen muss, die man beim Tempel da befreit, diese Allianzgruppe. Und auf dem zweiten Slot den Protector's Band mit dem WSG-Fraktion auf Wohlwollen sollte kein Problem sein. Dann Masons Fraternity Ring, 13 AG 5 Stamina und der Protector's Band 8 Stärke, 8 AG 5 Stamina. Bei den Schmuckstücken haben wir natürlich wieder die Avengers Void Pearl von Akumai in BFD mit 18 Attack Power. Auf dem zweiten Slot, wenn ihr Inji seid, habt ihr natürlich wieder Auswahl mit lauter lustigen Sachen. Death Ray, Dragon Gun, Bomb Dispenser, Mortar, mechanischer Drachenling. Habt ihr Option, wenn ihr kein Inji seid, die einzige offensive Option habt ihr als Allianzler mit der Flachmann hier, Thunderbrews Boot Flask. Aber der ist auch hier 50 Feuerdamage über 5 Sekunden und hat, glaube ich, eine halbe Stunde Abklingzeit. Also ist von der Quest in Westfall bei diesem Zwerg, der über den Deadmine steht. Aber ja, wie gesagt, 50 Feuerdamage wird sich nicht wirklich bemerkbar machen. Das andere ist halt alles defensives Zeug, was ihr euch holen könnt. Also bringt euch jetzt für die DPS nix. Mark of the Chosen ist halt immer so eine Sache, wenn man getroffen wird. Aber wenn du als Schurke willst, halt auch nicht getroffen werden von einer Marauder-Quest, wo man diese Khans da töten muss. Ist eigentlich mehr so eine Tanksache. Rune der Pflicht von WSG-Fraktion auf freundlich schon mit 7 Stamina, 6 HPS, aber wie gesagt, alles. Wenn ihr kein Inji seid, ist eigentlich ziemlich egal, was ihr da ausrüstet. Und auf dem Range-Weapon-Slot haben wir die Bale Modern Plunderbuss mit 6 Agi. Bis wäre hier der Silencer mit 14 Attack Power. Ist aber ein World Drop.
wahrscheinlich nicht zu bezahlen. Die Armbrust hat halt ein Agi mehr, also wird den Preis nicht rechtfertigen, falls ihr die habt, das BFD. Und der Monolith-Bow, Zonendrop, Uldermann, also die werden alle drei einfach schweineteuer sein, gerade am Anfang. Da rate ich euch zu dem, oder wenn ihr Inchi seid, die Mithril-Blunderbuss, die hat nochmal ein Agi weniger. Ja, das war der Schurke. So sieht er ungefähr aus dann. Ganz knuffig als Gnom. Ich sage euch danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen, hören uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut.